今日もバイトで明日もバイト。あんたお前働きすぎ。Hallo und herzlich willkommen bei Amnesia Memories, und Orion singt uns hier ein kleines Lied, den wir mittlerweile schon gar nicht mehr sehen können, den armen Kerl. Arbeit heute, yo, wir gehen zur Arbeit. Hey du arbeitest zu hart. Ah, この道も歩き慣れてきたな。で、ん? Ach, du musst diesen Weg wirklich jeden Tag gehen. Warte, hä? Ah, Kimi, ohayo. Ja, ich platze hier einfach mal so rein, mitten ins Gespräch. Ich habe mittlerweile bis zum guten Ende alles übersetzt. Da bin ich schon ganz froh drüber. Das kommt dann alles so nach und nach dazu gezwitschert. Und dann gucken wir mal. Oh, Savannah, guten Morgen. Gehst du zur Arbeit? Ikki, wer ist sie? Sie ist mir unterstellt bei der Arbeit. Was? Bist du eifersüchtig, Miki? Also Junior bedeutet eigentlich, dass ich arbeite noch nicht so lange da wie er. Also er ist mir übergeordnet. Das ist wohl leider so. Vielleicht ein wenig. Aber ich verstehe, es ist nur jemand von der Arbeit. Das ist gut. この道なんて何度も歩いてるのにね。Scheint, als hättest du dich an etwas erinnert. Aber du bist diesen Weg schon so oft gelaufen. Vielleicht hat es einen Deckel gehoben, um einige Erinnerungen zurückzubekommen, dass du Ikki dein Herz geöffnet hast. 君が一気に心を開いたことで、記憶の蓋が開いてきてるのかもしれないね。Was ich gerade gesagt habe. Entschuldigung, ich hab schon wieder... Egal. Ich war schon wieder zu voreilig. Wie immer.Ikki, ich bin hier, um Spaß zu haben. Maya, du bist gekommen. Willst du was trinken? Geht auf mich. Das ist schon Schaumbulzen, ne? Wirklich? Danke. Ich erinnere mich.Alle von Ikkis Freundinnen, die ich bisher getroffen habe. Ikki mag mit ihnen gespielt haben, aber er war immer zu jeder sehr nett. Und bis jetzt hat er sich von allen von ihnen wieder getrennt. Warum? Hat keine von ihnen versucht, länger als 3 Monate mit ihm auszugehen? Ich weiß wirklich nicht alles, worüber du nachdenkst, aber... Ich kann sagen, dass du jetzt ängstlich bist. Ich weiß, du warst die ganze Zeit über ängstlich, weil du deine Erinnerungen nicht hattest. Wenn ich einen Körper hätte, wäre ich in der Lage, mich selbst zu bewegen, und ich könnte versuchen, diese Dinge für dich herauszubekommen.Ich könnte dich umarmen und mich irgendwie um dich kümmern. Ach, Orion, es wäre irgendwie schon erleichtert, wenn ich dich einfach sehen könnte gerade. Das ist so... Man redet mit einem leeren Bildschirm, das ist für mich schon verstörend genug. Hey, willkommen zurück. Es ist Toma.Du hast ihn seit dem Tag, an dem er geholfen hat, sich um dich zu kümmern, nicht mehr gesehen. Was könnte er wollen? Ich habe einen Anruf von Sava bekommen, die sagte, dass es so aussieht, als würdest du dich nicht gut fühlen. Also kam ich her, um zu sehen, wie es dir geht. Warte, warum Sava? Um ehrlich zu sein, sieht es so aus, als hätte Ikki Sava gebeten, nach dir zu sehen. Aber sie sagte, sie könnte heute nicht. Also organisiert Ikki uns langsam schon so kleine Aufpasserlein, habe ich das Gefühl. Oh, Ikki wazawaza Sawa-chan shirasete kureta nda. Also hat Ikki entschieden, Sava davon zu erzählen. Sokka,
バイト中にも何度かフラフラしてたの気づいてたんだね。Ich verstehe. Also muss er bemerkt haben, dass dir bei der Arbeit schwindelig geworden ist. Dieser Typ passt einfach auf alles auf. 母親から体にいい料理ってのを預かってきた。上がっていいか? Meine Mutter hat mir Essen gegeben, das vielleicht helfen könnte. Stürzt, wenn ich reinkomme? Ach, Thomas! それで?悪いのは体調か?それとも気分なのか? Ich möchte ihn gerade wuscheln. So, er hat so Haare, wo man ständig nicht durchwuscheln möchte. Also wenn der Mann... Gut, das hat Iki auch. Ich bin ein furchtbarer Mensch. Ich liebe es, durch Haare zu wuscheln. Deswegen, es gibt Männer, bei denen stehe ich extrem drauf, wenn die lange Haare haben. Ich habe da, glaube ich, so einen kleinen Fetisch für. Ich habe keine Ahnung. Das wird man bei gewissen Leuten hier in dieser Visual Novel auch noch merken. Ich habe extreme Veranlagung zu langen Haaren bei manchen Männern. Auf der anderen Seite liebe ich es einfach, wenn ich so durch Haare so durchwuschel, so Finger rein und wuschel. Und er hat auch so einen Wuschelkopf und ich möchte wuscheln. Also, was ist los? Bist du krank oder ist das mehr emotional? Ich hab's von meinen Eltern gehört. Es scheint, als hätte dein Vater wieder eine Frau geheiratet. Nicht nur das, aber sie lebt wohl auch ziemlich weit weg. Ich habe gehört, dass du dorthin ziehen wirst, ja. Nächsten Monat, aber das bedeutet, dass du in dem Fall von Iki getrennt wirst. Ich bin mir sicher, er wird das nicht mögen. Hast du schon entschieden, was du tun wirst? Ich will nicht gehen. Ich verstehe. Ich bin mir sicher, Iki fühlt genauso. Ich habe meine Eltern gefragt, ob sie dich bei denen wohnen lassen, aber... Ich weiß nicht, wann meine Eltern umziehen werden. Ich will diese Option nicht empfehlen. Naja, in dem Punkt, dass wir ja nun auch schon mal Stiefgeschwister waren und seine Mutter mit meinem Vater verheiratet war und seine Mutter offenbar genauso oft die Männer wechselt wie mein Vater die Frauen, was ein wenig gruselig ist, kann ich ihn durchaus verstehen, dass er uns da nicht unbedingt einziehen lassen will, weil die Wahrscheinlichkeit, dass seine Mutter irgendwann wieder auszieht und sich den nächsten Typen angelt, ist auch ziemlich groß. Mein Gott, er tut mir so leid. Er hat genau so ein scheiß Leben wie wir. Wie auch immer, isst etwas und entspann dich ein bisschen. Savannah, vor einer langen Zeit hast du immer versucht, alle Probleme alleine zu tragen. In der Vergangenheit habe ich dich oft gebeten, dass du mir mehr vertrauen sollst. Das ist nicht einfach bei jemandem wie dir, Thomas. Aber du hast jemanden, den du jetzt vertrauen kannst. Vergiss das nicht. Ich sehe dich später. Grüß deinen besorgten Freund auch von mir. Ach, Thomas. Sokka. So, da, ne? Ikki no koto wa mo tayori ni shite iin da, ne? Ja, das ist richtig. Du kannst Iki jetzt mehr vertrauen. Ich denke, du kannst dich während harten Zeiten ein wenig von ihm verwöhnen lassen. Besonders, wenn ich bald verschwinde. Hey, ich habe eine Weile darüber nachgedacht, aber... Ich mag den Gedanken nicht, dass Orion geht. Ich will Orion behalten. Iki ni zenbu uchiake nai? Vielleicht solltest du Iki alles erzählen. Über deine Amnesie und mich und warum du nicht in ein Krankenhaus gehen kannst. Alles. Ich bin mir sicher, Iki würde dir glauben. Um ehrlich zu sein, ich bezweifle, dass jemand außer Iki dir glauben würde. Er wird gequält von einer so abnormalen Fähigkeit und er wurde immer bezweifelt und keiner der anderen hat ihm geglaubt. Ich weiß, er kann dir helfen. Er wird dich beschützen. Nee, so.
Du solltest es tun. Du hast morgen einen Tag frei, also solltest du ihm schreiben und sagen, dass du mit ihm reden willst. Was will Glad tun? Ist das wegen dem Zusammenwohnen? Ich komme gegen Mittag vorbei. Erstmal so. Er ist auch ein bisschen kurz angebunden manchmal, ne? Manchmal. Alles, was bleibt, ist morgen. Und dass er uns glaubt.